Radio Iowa. Ja gut, Quest erledigt, wir gehen aber trotzdem da hoch. Natürlich hoffen wir, dass so etwas nie passiert. Aber wir müssen nichtsdestotrotz bereit sein. Zunächst seht ihr einen hellen Lichtblitz. Heller als die Sonne. Heller als alles andere, was ihr je zuvor seht. Irgendjemand? Wenn ihr nicht bereit seid und nicht wisst, was ihr tun sollt, wird die Bombe euch auf verschiedene Art und Weise verletzen. Sie könnte euch heftig zu Boden schleudern oder euch gegen einen Baum oder eine Wand. Ja, ich sage nicht viel, weil ich die Nachricht haben möchte. So eine mächtige Explosion, dass ganze Häuser einstürzen, Verkehrsschilder niedergerissen und Glassplitter durch die gesamte Stadt fliegen können. Aber wenn ihr euch duckt und bedeckt, duckt und kappt, wie eine Schildkröte, seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr wisst, wie sehr ein Sonnenbrand auf der Haut wehtut. Der helle Schein einer Atombombe könnte euch gemeinere Verbrennungen zufügen. Ein besonders schlimmer Sonnenbrand. Besonders dann, wenn ihr euch nicht bedeckt habt. Nun habt ihr und ich keine Panzer, in denen wir uns verstecken könnten, wie eine Schildkröte. Deshalb müssen wir uns auf unsere eigene Art schützen. Das Atombrand ist lag und kaut. Und achtet dabei besonders auf euren Nacken und euer Gesicht. Duckt und bedeckt euch unterhalb eines Pults oder Tisches oder irgendetwas anderem in eurer Nähe befindet. Aber woher sollen wir wissen, dass eine Atombombe einschlagen wird? Es gibt zwei Arten von atomaren Angriffen. Mit Warnung und ohne irgendeine Warnung. Wir gehen davon aus, ohne dass wir normalerweise gewarnt werden, bevor eine Atombombe explodiert. Also bleibt uns noch Zeit, in unsere Häuser, Schulen oder in einen anderen sicheren Ort zu verschwinden. Unsere Zivilschutzbeamten und unsere tapferen Männer in Uniform geben alles, was sie können, damit wir gewarnt werden, bevor ein feindliches Flugzeug eine Atombombe in unserer Nähe abwirft. Vielleicht spielt ihr gerade auf dem Pausenhof eurer Schule, wenn das Signal erfüllt wird. Dieses Signal hat die Bedeutung, alles stehen und liegen zu lassen, was ihr gerade getan habt, und schnell den nächsten sicheren Ort aufzusuchen. Denkt immer daran, der helle Lichtblitz einer Atombombe kann jederzeit aufleuchten. Egal, wo ihr euch in diesem Moment befindet, vielleicht spielt ihr gerade rein, wenn das Warnsignal erklingt. In diesem Falle lauft schnell ins Haus, wo eure Eltern bereits mit einem sicheren Versteck auf euch warten. Falls ihr euch nicht in der Nähe eures Zuhauses befindet, sucht euch hinter der nächstbesten Deckung einen Platz, wo ihr euch verstecken könnt. Wenn ihr nicht wisst, was zu tun ist, fragt bei einer älteren Person um Rat. Older people will help us as they always do. Kennt ihr die Orte, die mit einem Symbol gekennzeichnet sind? Es handelt sich um sichere Unterstände im Falle eines Alarms. Wenn es eine Warnung gibt, Nudeln, die schon so lange hier stehen. Naja, die dürften eigentlich aber nicht mehr gut sein. Bleistift. Und das ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Ein Pfeil. Möglicherweise explodiert die Bombe ohne jede Warnung. In diesem Falle wäre das Erste, was ihr bemerken würdet, der helle Lichtblitz. Und das bedeutet, sich zu ducken und zu bedecken, egal wo ihr gerade seid. Dann Cover. Es bleibt keine Zeit, um sich umzusehen oder um zu warten. Haltet euch wie eine Schildkröte. Wenn ihr einen Lichtblitz seht, dann duckt und bedeckt euch. Duck and Cover. Und zwar schnell. Also, die Nachricht ist immer die gleiche. Wie man sich schützt bei einem Atomschlag. Tja,
kann man sich nicht lange schützen, ne? Oh ne, Dauersendung. Finden wir hier auch noch irgendwas? Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, dies ist Lottery Radio mit einem. Oh, Radioempfang ist hier auch. Okay. Aktivieren Radio Iowa until the end. Kann Radio nicht abdrehen. Die Funkstation scheint kaputt zu drehen sein. Okay. Okay, wir versuchen es in eine andere Richtung. Es geht ja hier noch weiter. Und da geht es auch noch weiter. Die Kanäle. Ach doch, wo kommen wir denn da hin? Also ich habe so gar keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Hier finden wir eine Werkbank. Nö, ich will keine bauen. Es gibt einen Pfeil in diese Richtung nach unten. What the fuck? Das wird lustig. Oh ja, das wird lustig. Ich fürchte, ich habe das Raider-Versteck gefunden, ne? Ich bin nur noch auf Vorsicht. Alles klar. Ich guck mal in die andere Richtung, wo wir dahin kommen würden. Das wird ja lustig. Da unten sind Raiders versteckt. Und da überhaupt in den Koffern nix. Wundert mich, dass da keine Fallen gewesen sind. Zuhörerin, dies ist Lottery Radio mit einem. Dam dam, diddle dam dam. Ah ne, da geht's ja nur raus. Okay, 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 okay. Alles klar, alles klar. Wir speichern. Ist doch klar. Wir sind versteckt. Wir haben zwar eine volle ausgelöst, aber... Bin mal gespannt, wen wir da unten treffen. Gibt's denn überhaupt einen Weg darunter? Wenn ich da runterspringe, dann komme ich nicht mehr hoch. Ach, scheiß die Wand dann. Wir sind auf Kriegspfad. Okay, 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 da geht's nicht anders. Flammenwerfer raus.
Wow. Wo hänge ich denn da? Wow, wow, wow. Okay. Das war jetzt natürlich nicht so gelungen. So, was haben wir denn hier? Ein typisches Raider-Versteck. Okay, was hast du denn da schönes? 10 Maschinenpistole. 45er Muni, Finger und eine Knarre. Raider in zweiten Rüstung. Ne, brauchen wir nicht. Okay. Komm her. Maschinenpistole. Schuss. In zweiten Rüstung. Ja, ich weiß, ich bin überlastet. Und du hast aber ein Sturmgewehr. Alles, was wir nicht brauchen, schmeißt man gleich wieder weg. So. Waffen. Knarre mit Knarre reparieren, oder? Ja. Gut. Ein Sturmgewehr. Ja, 126 Schuss. Könnte man eigentlich, aber das ist hat nicht genug Power. Hier. Kann man da noch was reparieren? Okay. Aber die Maschinenpistole hätte wieder genug Muni, ne? Aber macht nicht genug Schaden. Na gut, wir nehmen wieder unsere Knarre in die Hand. Hä? Ach, wir sind immer noch zu schwer, ja. Weg mit dem Sturmgewehr. Jetzt müssen wir wieder richtig Schaden machen. Ach ja, und Hilfe. Wir haben wir noch Fleisch von Meyerlux, natürlich. Flinkblitz. Ich würde sagen, ja, geil, Fleisch weg. Wir müssen ja jetzt Damage machen. Red plus 5. Aber wir müssen auch ein Red Away nehmen, damit wir wieder Strahlung wegkriegen. Gut. Nachladen ist erledigt. Dann gucken wir mal. Eine leere Blechdose. Oi, wo kommen wir denn da hin? Was spricht die Map? Daten. Lokale Karte. Da lang. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach rechts. Wir haben leider überhaupt keine Pfeilhinweise, oder? Nö, dieses Mal nicht. Ich habe Lärm verursacht. Was ist das denn? Right away. Stimpaks. Da ist doch irgendwas.
Ich höre elektrisches Spritzeln. Messer. Der Funkbox? Hören wir was? Nein. Wie viele Stimpacks haben wir denn? Kalemen, OP, QS, S, QR, S. Stimpack. 15 Stimpacks haben wir nur noch. Oh, habe ich aber ganz schön verschwenderisch umgegangen damit. Da war ich aber ein bisschen sehr verschwenderisch. Von knapp 60 Stimpacks. Okay, das war die falsche Richtung, ne? Ist ja wohl klar. Ja gut, hat sich aber gelohnt. Wir haben jetzt Stimpacks bekommen. Ja.